Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Pathfinder Kingmaker. Wir haben die Bäre geholt für den alten Mann. Ich werde jetzt erst die Bäre zum alten Mann bringen und danach werden wir uns darum kümmern, dass die Banditen hier verschwinden. Ich weiß, man kann mit Banditen auch zusammenarbeiten und so weiter und so fort, aber das will ich nicht. Ich will, dass keine Banditen hier meine Leute ausrauben. Weil ich aber will, dass zum Beispiel die Wunden heilen von ihr. So, alter Mann. Vielleicht platzt ein Monster aus dir raus, wenn du die Bären frisst. Ich habe die Bären gefunden, von denen ihr gesprochen habt. Der Greis sieht die Bären genau an und nickt dann eifrig. Ja, ja, das sind die richtigen. Ich danke euch, Bursche. Er blinkt mit glasigen Augen zu dir. Es tut mir leid, mein Freund. Ich habe euch getäuscht. Ich will nicht. Ich will nicht an dieser verfluchten Krankheit sterben oder irgendwelche Monster aus meinem Körper kriechen sehen. Es ist so besser. Es ist besser so. Ach so, ich habe ihm Gift gebracht. Der alte Mann versucht nur etwas zu sagen, doch seine Lippen sind lahm, seine Stimme stumm. Schwarzer Schaum tropft ihm aus dem Mund, als er die Augen verdreht und langsam zu Boden sinkt. Er hat sich lieber selbst getötet mit schwarzen Bären. Oh, es sind aber viele Banditen. Und habe ich euch nicht schon mal beraubt? Das war easy. Ach, what a failure. Ah, noch eine Chance habe ich. Now I'm embarrassed. Und die letzte. It's just not my lucky day. I'm there. Der berüchtigte Hirschkönig scheint ein untersetzter Mann um die 40 zu sein. Seine Rüstung ist ihm mindestens eine Nummer zu klein und sein schlecht sitzender Helm ist mit einem Geweih verziert. Das entfernt dem Geweih auf dem Helm des ersten Hirschkönigs ähnelt. Wer wagt es, in meinem Hauptquartier zu stolpern und zu klopfen oder sich zu verneigen? Für wen zum Teufel haltet ihr euch? Pascal Maides, Baron und rechtmäßiger Herrscher dieses Reichs. Und ihr seid? Der Baron sagt ihr, ha, dann war es ein schwerer Fehler herzukommen, denn ich bin der Hirschkönig, Held des Volkes und Feind aller Bürokraten, die es wagen, die Raublande ihr Eigentum zu nennen. Ihr ein Held? Niemals. Eine Witzfigur seid ihr, mehr nicht. Ich hatte schon das Vergnügen mit dem Hirschkönig. Ihr seid nichts weiter als ein Betrüger und ein Schlechter obendrein. Sein Gesicht ist unter seinem lächerlichen Helm zwar nur schwer zu erkennen, doch der Anführer der Banditen sackt bei deinen Worten förmlich in sich zusammen. Ich bin der wahre Hirschkönig. Ihr habt einen Betrüger getötet. Die Stimme des Banditen zittert. Das sind ja wunderbare Neuigkeiten, wisst ihr? Wir wurden geschickt, um den Hirschkönig zu töten. Ihr sagt, ihr seid ein Betrüger, wir sind einem Betrüger aufgesessen. Was für ein Glück, dass wir jetzt dem Echten begegnen, oder was? Also gut, Hirschlein, nehmt dieses lächerliche Ding vom Kopf, verlasst dieses Zelt und sorgt dafür, dass ich nie wieder von euch oder eurer Bande höre. Alles, was ihr bis jetzt kassiert habt, gebt ihr den Leuten zurück. Ja, eure Baronheit, ich meine, euer Gnaden, gewiss doch, ihr seid zu gütig. Ich nehme an, Sarenra würde solche Methoden der Rehabilitation nicht gutheißen, aber ihre Willenskraft übertrifft alle Erwartungen. Der Betrüger reißt sich eilig den Helm vom Kopf und wirft ihn auf den Boden. Und tschüss. Und das Ganze ohne Blutvergießen. Tja, nur doof, dass jetzt die Kiste verschlossen bleibt. Follow if you dare. Bei welcher Charakterstufe sind wir? 9. Ja, alle sind weg.
Ich denke, damit ist das Problem hier gelöst. Und die Höhle, ja. Ich glaube, ich komme wieder, wenn ich so Level 11 bin. Weil ich glaube, der war Level 14, 15. Magisches Wesen da drin. Sind zwar ein paar Leute, aber das bringt ja nichts. Welcome back. Aber wir waren ja hier. Warum sollten wir nochmal hier hinkommen? Haben wir beim ersten Mal irgendwas übersehen? Kann ich mir nicht vorstellen. Das Heiligtum hat sich doch, beziehungsweise das hat sich doch erledigt hier. Wir waren doch mit Tristan hier. Vielleicht ein Anzeigefehler. Ja. Anscheinend. Das hat es nämlich erledigt. Vielleicht wird das Goblin-Dorf auch weggemacht, weil unser netter Andi, beziehungsweise unser netter Diener, mein Gott, unser netter Diener vom Hofe, das ja schon mit seiner Miliz entdeckt hat, wo diese Kultisten sind. Vielleicht hat sich das mit dem Goblin-Dorf dann erledigt. Also auf zum Schreien. Schade, dass ich nicht dazu komme, weiter wegzureisen von meiner Hauptstadt. So, ihr macht jetzt erstmal eine Rast hier vorne und dann gehen wir zum Schreien. Und gucken, ob die Kultisten an diesen Samen schuld, also an diesen Samen schuld sind. Ach ja, da ist die Miliz. Da ist der Kästen. Unser Wachhauptmann. Jetzt weiß ich auch wieder genau, wer das ist. Also dich sieht Nick Kästen. Unter seinem Umhang bemerkst du eine Rüstung. An seinem Gürtel baumelt ein Schwert. Der Wachmann ist kampfbereit. Schön euch zu sehen, Baron. Ich hatte genug Zeit, eine gute Stelle für den Hinterhalt zu wählen, während wir auf euer Kommen gewartet haben. Was weißt du über Lamashtu? Kästen runzelt die Stirn. Nicht viel, euer Gnaden, aber ein bisschen etwas habe ich gehört. Goblins, Kobolde und andere wilde Völker beten sie an. Sie hilft ihnen, sich fortzupflanzen, beschützt ihre Jungen. Was die Menschen angeht, Lamashtus Segen ist zu gefährlich für sie. Eine Frau kann etwas so Schreckliches zur Welt bringen, dass die Dorfbewohner die Mutter und ihr Kind verstoßen oder Schlimmeres. Ihr könnt runtergehen und euch den Schrein ansehen. Die Späher, die den Kult beobachten, haben von grauenhaften Ritualen berichtet, die dort abgehalten werden. Die Kultisten entstellen und verstümmeln sich selbst, kreischen wie Dämonen und kopulieren im Schlamm. Kästen runzelt angewidert die Stirn. Wer außer Goblins, der bei klarem Verstand ist, würde Lamashtu um Hilfe bitten und freiwillig Teil dieses Grauens werden? Ich habe deinen Brief erhalten und ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Dank euer Gnaden. Ich dachte mir, dass ihr diesen Ort wohl gerne mit eigenen Augen sehen würdet.
Sind wir bereit für einen Hinterhalt? Der Tag ist richtig und die Zeit naht. Wir müssen nur warten, bis die Kultisten sich in ihrem Zirkel versammeln. Ich hoffe, ihr seid kampfbereit. Ja, wir sind kampfbereit, aber wir schauen uns das Ganze erstmal an. Das scheint die richtige Statue zu sein. I'm glad to help. Zeigt die Mutter der Monster, eine schwangere Frau mit einem dreieugigen Schakalkopf und gefiederten Flügeln. I'm there. Der Stein ist mit seltsamen Bildern bedeckt. Also sie haben Sex im Schlamm. Ich hoffe, dann ist unser Angriffspunkt. Der flache Stein ist über und über mit Blut befleckt. Schädel und Knochen liegen darauf. Die Überreste grausamer Rituale. Das ist aber alles sehr einseitig, oder? Tja, dann warten wir halt, bis der Hinterhalt anfangen kann. Ob die geschützt werden von ihrer Göttin? Ich bin bereit, Kästen. Zeigen wir es diesen Kultisten. Da, euer Gnaden, die Kultisten. Sieht aber eher aus wie ein Treffen. Also nicht als Kultist, aber... Ganz schön kranke Leute. I'm off. Lamoshta wird ihre Kinder rächen. Na super. Natürlich flieht einer. Und vor allem, wie langsam er einfach flieht. Okay, sie sprechen ein Gebet. Das bedeutet, wir müssen ein Gegengebet gleich sprechen. Die sind nicht so stark. Ja, jetzt ist doch der Priester da. Und das war's dann. Den fliehenden Kultisten einfangen. Blutverschmiertes Teil eines Manuskripts. Knochen zermalmen, hört mich an. Jedes meiner Worte wird zu Stein. Die Welt wird ob meiner Worte erzittern. Öffnet die Augen und seht. Die Welt wird wunderschön. Verbrannte Wälder erstrecken sich bis zum Horizont. Berge von Leichen. Schwarzer Himmel. Schädel an der Küste wie Kies. Ich, die ihren Feinden das Fleisch zerreißt, atme diese Schönheit ein. Alle lebenden Wesen erzittern ob meines Anblicks. Verneigt euch vor mir. Sucht die Kinder von Shelin. Zerreißt sie, vernichtet sie, nein, verwandelt sie. Schenkt ihnen die Wiedergeburt, lasst sie schön werden, der Schönheit würdig. Und würdig, die ich in diese Welt bringe. O mächtige Lamashtu, Verschlingerin der Herzen, offenbare uns deine Wahrheit, wir hören deinen Ruf. Ihr werdet alle in einer besseren Welt leben, verflucht sei Pazuzu, der fliegende Wurm, er wird in diesem Krieg fallen, bald. Heerscharen von Krieger unter meinem Befehl. Die Berge selbst werden vor uns zu Staub zerfallen. Verbrennt alles. Macht die Welt schön. Der Boden lechzt nach Blut. Ich lechze nach Schönheit. Gebärt Bestien. Ich werde. Hört sich ein bisschen, als wenn die damit zu tun haben.
Beeilt euch, Baron, ich flehe euch an. Der Triumph über die bösen Anhänger der Lamashtu-Kultes war nicht vollkommen. Ein Schurke oder eine Schurkin war im Schutz der Dunkelheit in eine enge Felsschlucht entkommen. Ohne zu zögern stürzten unser mutiger Baron, der treue Kästen und ihre Waffengefährten dem Flüchtigen hinterher. Die in schwarz gekleidete Gestalt war in der Dunkelheit kaum zu sehen. Der Schurke hatte schon einen beträchtlichen Vorsprung. Im letzten Augenblick bemerkte der Baron, dass der Flüchtige zwischen den Felsen verschwunden war. Sie beschloss, eine Abkürzung zu nehmen, um den Kultisten zu überraschen, und begann, den Felsklamm hinaufzuklettern. In der Dunkelheit zu klettern ist eine heikle Aufgabe. Das Herz rutscht einem gehörig in die Hose, wenn man auf einen vermeintlich festen Stein tritt und winzige Kiesel unter seinem Fuß rieseln hört. Mehrere Male schien es, als würde das Glück unsere Helden verlassen, doch ihre Entschlossenheit und die Vorstellung, der flüchtige Kultist könnte damit prahlen, ihn entwischt zu sein, gab ihnen Kraft. Wenig später standen wir oben. Dort oben standen unsere Helden nun also, und gerade noch rechtzeitig. Der Kultist, der in der Dunkelheit kaum zu erkennen war, bahnte sich direkt unter ihnen einen Weg durch die Schlucht. Der Kultist war offenbar so sehr mit seiner Flucht beschäftigt, dass er seine Verfolger nicht bemerkte, die über ihm lauerten. Das gab dem Baron die Gelegenheit zuzuschlagen. Was werden unsere Helden als nächstes tun? Den Weg abschneiden. Das mache auch ich. Pascamaides tauchte aus der Dunkelheit auf, wie ein Geist. Damit hatte der Flüchtige offensichtlich nicht gerechnet. Pascamaides hatte kaum Zeit zu reagieren, ehe der Kultist die Flucht ergriff. Die Dunkelheit konnte nicht verbergen, wie eigenartig der Flüchtling ging. Der Flüchtige ging, die Gestalt hinkte stark und zog ihr rechtes Bein nach. Dennoch verschwand der Kultist spurlos in der Dunkelheit. Die Gruppe folgte ihm bis zum Rand des Plateaus, vor dem die Ebene begannen. Als unsere mutigen Helden den Rand des Plateaus erreichten, erstreckte sich vor ihnen die gewaltige Weite von Kamelland. Ein Meer aus hohem Gras, soweit das Auge reichte. Ein wunderschöner Anblick, aber wie sollten wir in diesem grünen Ozean den Flüchtigen finden? Es war einfach unmöglich. Mit gesenkten Köpfen und gedämpfter Hoffnung stiegen wir hinab zu einem kleinen Bach, der zwischen den Steinen dahin plätscherte. Und dann meinte es die Vorsehung plötzlich gut mit uns. In seiner Eile war unser Schurke durch das hohe Gras geflohen und hatte eine unübersehbare Spur hinterlassen. Die Gruppe brach sofort auf, getrieben von dem brennenden Verlangen, den Verbrecher zu fassen, der es gewagt hatte, sich der Bestrafung durch den Baron zu entziehen und uns zu dieser unerfreulichen Verfolgungsjagd zu zwingen. Wir liefen so schnell wir konnten, doch selbst der Boden schien uns zu bekämpfen. Der Stein wich Schlamm, der immer tiefer wurde und an unseren Stiefeln zu zehren schien. Selbst der Wind wurde stärker, peitschte durch unsere Umhänge und erfüllte die Luft mit einem widerwärtigen Gestank. Alles sichere Zeichen, dass wir uns der Nalmark näherten. Nass und erschöpft kamen unsere Helden zu einer Hütte am Rand eines Sumpfs. Laut Kästen gehörte sie der Jägerin Dumra, die dort allein lebte und für ihren Jähzorn und ihre Ungeduld berüchtigt war. Moment, da waren wir doch schon mal. Die Hütte wird nur durch einige Kerzen auf den Tisch und auf den Tresen erhellt. Tiefe Schatten liegen überall im Raum. Es sind einige Leute hier. Ein gut gekleidetes Paar sitzt an einem der Tische. Ein Mädchen in einem einfachen Kleid döst an der gegenüberliegenden Wand. Und am Tresen steht eine ungepflegte Zwergin. Sie putzt einige Humpen und sieht dich an. Aus der halb geöffneten Küchentür hörst du das Klappern von Pfannen auf Metall, vermutlich ein Ofen. Kästen sieht sich um, vom Regen in die Traufe. Wir müssen den Kultisten finden, ehe er flieht, und wir haben keinen Schimmer, wie er oder sie aussieht. Die Leute in der Hütte wirken überrascht und besorgt. Sie scheinen dich alle zu kennen und fragen sich wohl, was der Herrscher dieses Landes zu so später Stunde hier in Begleitung bewaffneter Wachen will. Euer Gnaden, ich bin bereit, eine Verhaftung vorzunehmen. Wenn ihr allerdings noch weiter ermitteln wollt, ehe ihr eine Entscheidung trefft, sorge ich dafür, dass niemand die Hütte verlässt, bis ihr den Befehl dazu erteilt. Ich würde mich gerne noch umsehen und mit den Leuten reden.
Ich hätte die auch zusammentreiben können. Auf jeden Fall haltet die mal hier. Dumra sieht dich wortlos an. Wie viele Leute sind im Moment außer dir in der Hütte? Seid vorsichtig, es sind drei. Sie sitzen dort drüben. Dumra nickt in Richtung ihrer Gäste. Dies in der Küche ist vermutlich die Dienerin dieser beiden Adligen. Sieht aus, als hätten die beiden das ganze Geld in den Taschen. Ich suche jemanden. Kannst du mir helfen? Dumra sieht dich wütend an. Sie will offenbar nicht mit dir reden. Wagt es aber nicht, es einfach abzulehnen. Weißt du, wer deine Gäste sind? Warum sollte ich? Ich bin nicht ihre Aufseherin. Sie kommen, zahlen für ein Bett und verhalten sich ruhig. Warum sollte es mich scheren, wer sie sind? Es wurde ein Verbrechen begangen, Dumra. Ich brauche deine Hilfe, um den Täter zu finden. Also, was hat sie verbrochen? Hat sie auf fremdem Land ein Reh geschossen und jetzt muss sie fliehen, als wäre sie selbst ein Tier? Was es auch ist, haltet mich da raus. Ein Anhänger des Kultes von Lamashtu hält sich in deiner Hütte versteckt. Ich muss ihn finden. Dumra starrt dich einen Moment lang an und lacht dann kehlig. Einer von Lamashtus Leuten, da habt ihr euch aber ein abenteuerliches Märchen ausgedacht, euer Gnaden. Als nächstes erzählt ihr mir vermutlich, dass ich Rovaguk im Keller festhalte. Und welchen Beweis habt ihr, dass ich Kultisten bei mir verstecke? Es führen Fußspuren zu deiner Hütte. Und weiter, es kommen jeden Tag Leute in diese Hütte aus der Ebene und aus den Sümpfen. Deine Hütte ist das einzige Haus weit und breit. Und, ist das etwa falsch, Leuten, die sich verirrt haben, Zuflucht zu gewähren? Einige Wegstunden von deiner Hütte entfernt gibt es einen Lamashtu-Schrein. Baron, es reicht. Hier in den Raublanden kann man sich nicht einmal umdrehen, ohne auf ein Goblin-Nest, verfluchte Ruinen oder einen widerwärtigen Schrein zu stoßen. Mir gefällt dein Ton nicht, Dumra. Wirklich? Und wie würdet ihr reagieren, wenn eine Gruppe von Fremden in euer Haus stürmt und anfängt, euch und eure Gäste zu belästigen? Wenn ihr erwartet habt, dass ich vor euch krieche, habt ihr euch geirrt. Ich werde mich aber jetzt nicht weiter mit dir streiten, Zwerg. Weißt du noch, wann sie in deine Hütte gekommen sind? Dumra schließt die Augen und versucht sich zu erinnern. Ich wollte nach meinen Fallen sehen. Während ich weg war, kamen einige Leute hier an. Deshalb weiß ich nicht sicher, wer wann gekommen ist, euer Gnaden. Kommen wir zurück auf meine anderen Fragen. Ich würde gern dein Zimmer durchsuchen, Dumra. Dumra ballt die Hände zu Fäusten, stemmt sie aber weiter gegen ihre Hüften. Sie sagt nichts, sondern sieht dich nur trotzig an. Pass auf. Je eher ich dich als Verdächtige ausschließen kann, desto eher lasse ich dich in Ruhe. Sei so gut und gib mir deinen Zimmerschlüssel, dann ist alles schnell vorbei. Dumra schweigt einen Augenblick, dann nickt sie und fischt einen alten Schlüssel von ihrem Gürtel. Wie ihr meint. Ihre Augen verengen sich zu Schlitzen. Aber seid vorsichtig, wehe, ihr durchwühlt meine Unterwäsche. Dann hacke ich euch die Hände ab, verstanden? Vor allem, wir waren schon in ihrem Schlafzimmer. Vielleicht ist jetzt was Neues drin, also. Ich glaube aber nicht, dass das was mit Dumra zu tun hat. Wir wissen ja, dass die Person hinkt. Ha, a trivial task. Ja, deshalb, hier ist nichts Besonderes. That was easy. Tedrims. Es gibt keinen Jagdbögen, Pfeil oder Fallen und keine anderen Anzeichen dafür, dass die Tedrims jagen waren. Das ist wahrscheinlich das Zimmer von den Reichen. Mit dem muss ich eh noch reden. A trivial task. Olikas Bett. Auf der Matratze liegen blutige Kleider und Verbände. Ach, so richtig Detektivarbeit. In due time.
Aber auf jeden Fall werden alle lügen. Kann ich einfach alle gefangen nehmen und foltern? Da ist Ulika. In dem Herd brennt etwas, es wurde erst kürzlich ins Feuer geworfen. Die Köchin ist damit beschäftigt, in einem Mörser Kräuter zu zerstoßen. Sie trägt ein Kleid, das voller dunkler Flecken ist und hat die Haare zu einem Dutt hochgesteckt. Nur einige Haare stehen ab. Die Frau scheint dich nicht zu bemerken, als sie zum Herd geht. Du siehst, dass sie mit dem rechten Bein stark hinkt. Bevor du sprechen kannst, wendet sie sich um. Sieht dich und bleibt plötzlich stehen. Wer bist du? Ich heiße Zana. Ich koche für die Tedrims, Adlige aus Restdorf. Sie wischt sich die Hände an der Schürze ab. Was kann ich für euch tun? Was kannst du mir über deine Herren sagen? Schneller kann man sich gar keinen Ärger machen, als über seine Meister zu reden. Euch würde es doch auch nicht gefallen, wenn eure Diener über euch tratschen, oder? Sie bezahlen ordentlich, sind nicht geizig mit ihrem Geld. Sie schreien nicht, jedenfalls nicht oft. Insgesamt habe ich Glück. Warum sind sie hier? Was meinst du? Das geht mich nichts an. Vielleicht haben sie hier etwas zu erledigen, aber ich weiß es nicht. Ich koche, ich flicke, ich diene. Wann und wo es nötig ist. Gut, das reicht erstmal für deinen Meister. Ich brauche deinen Zimmerschlüssel. Zimmer? Ich habe kein Zimmer, außer der Küche. Die Bank ist mein Bett. Immerhin ist es recht warm hier. Und was kochst du da? Das ist für morgen. Sie zögert, das Mittagessen für morgen. In den Topf schauen. Du nimmst den Deckel von dem Topf, es köchelt irgendein Gebräu da drin. Es sieht seltsam aus und riecht eigenartig. Du beugst dich vor, riechst an dem Eintopf und schreckst sofort zurück. Der beißende Gestank von Essig fühlt sich an wie ein Schlag ins Gesicht. Außerdem riechst du ein seltsames Gewürz, das vielleicht in einer Nachspeise angemessen wäre. Nicht aber in einer Vorspeise oder einem Hauptgericht. Gut, ich belästige dich nicht weiter. Dir sage ich nicht, dass ich einen Verdächtigen suche. Ha, a trivial task. Die Hintertür wurde kürzlich benutzt. Ich glaube, das ist der Koch. Die anderen haben zwar auch wahrscheinlich Lügen, aber die Person hinkt ja genauso wie die anderen. Ein bärtiger Mann mittleren Alters steht vor dir. Er trägt eine gewaltige Goldkette um den Hals. Die Frau neben ihm lächelt höflich und nickt dir zu. Seid gegrüßt, Baron. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Cabron Tedrim aus Restdorf. Und da ist meine Gemahlin, Una Tedrim. Wir sind zum Jagen hier. Doch ich muss gestehen, wir hatten nicht damit gerechnet, euch persönlich zu begegnen. Welchen Umstand verdanken wir das? Ihr habt mich sofort erkannt. Kenne ich euch? Ich bezweifle es, aber die Kunde über die Entwicklung in den Raublanden und eure Rolle dabei hat sich weit verbreitet. Pascal Meides ist ein bekannter Name außerhalb eurer Grenzen. Die Frau in der Küche, ist das eure Köchin? Ja, wir ohne Zana könnten wir uns ein Leben gar nicht vorstellen. Meine Konstitution verlangt nach einer besonderen Ernährung. Sie mustert dich genau, dass es privat fürchte ich. Ihr seid recht weit von Brevoy entfernt, nicht wahr? Wisst ihr, ich habe gehört, hier könne man vorzüglich jagen. Das wollte ich mit eigenen Augen sehen, um Wahrheit und Gerücht zu trennen, gewissermaßen. Glücklicherweise war meine schöne Gemahlin in Reiselaune und hier sind wir. Bevorzugt ihr Pfeil oder einen Bogen? Mit dem Bogen. Und welche Beute jagt ihr? Er schluckt erneut, als bekäme er keine Luft. Majestätische Raubtiere, würdige Beute für einen würdigen Jäger. Na, ich hoffe, ihr amüsiert euch auf eure Jagd. Vor allem, wir wissen, dass es keine Pumas hier gibt. Ein seltsamer Ort zu übernachten. Aber Baron, wir lieben diese bezaubernde Hütte. Ich war in eurem Zimmer. Nein, bitte erzählt mir ein wenig über euch. Ich bin Rechtsgelehrter Baron. Meine Aufgabe ist es, die Gesetze von Restdorf durchzusetzen. Meine Gemahlin hütet Heim und Herd und ist meine treue Gefährtin auf langen Reisen.
Und er nickt wortlos. Ihr Blick ist auf dich gerichtet. Oh ja, natürlich. Cabron Tedrim, ich habe von euch und euren berühmten Fällen gehört. Cabron Tedrim hält reglos inne, als würde ihm jemand ein Messer in die Kehle, an die Kehle halten. Ach ja? Er versucht zu lächeln, doch seine Augen wirken ängstlich. Ich bezweifle, Baron, dass irgendetwas davon sich auf mich bezog. Mein Familienname ist weit verbreitet. Ich habe so viele Verwandte, dass ich kaum ein Viertel davon kenne. Er räuspert sich. Also, die lügen ja auch. Also, sie sind nicht die, die sie vorgeben zu sein. Ihr seid also Richter als Rechtsgelehrter. Nicht ganz. Ich arbeite als Rechtsverteidiger in Fällen, in denen die Unschuld eines Verdächtigen bewiesen werden muss. Und ich muss gestehen, dass ich auf diesem Gebiet einige Erfolge hatte. Kein Grund, euch mit langweiligen Gerichtsanekdoten die Zeit zu rauben. Wir haben beschlossen, dass uns eine Reise gut täte. Mein Gemahl hat in den letzten Monaten sehr viel gearbeitet. Da wollte er ein wenig entspannen. Tja, einen so schwierigen Beruf wie den euren könnte man ohne ein wenig göttlichen Beistand wohl kaum ausüben. An wen richten sich denn eure Gebete? An Adabar natürlich, den göttlichen Schutzpatron der Gesetze und Rechtsgelehrten. Gewiss kennt ihr Adabar, oder? Ihr müsst ihn einfach kennen, egal. Egal. Ich komme später auf euch nochmal zurück, denn jetzt machen wir erstmal den Break. Und sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Pathfinder Kingmaker. Bis dahin, schöne, euer Imperator. Vorher muss ich was trinken, ich habe einen ganz trockenen Hals.